Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outer Wilds. Heute geht es weiter mit tatsächlich mal einem neuen Planeten. Und zwar mit Zwillingsasche, weil den Glutzwilling haben wir jetzt, glaube ich, schon alles gesehen. Ich schaue nochmal sicherheitshalber nach, aber theoretisch müsste hier tatsächlich alles, was wir dort gefunden haben, vollständig sein. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, was wir denn noch dort hätten sehen sollen. Bei der sonnenlosen Stadt haben wir alles. Das sind überall Bilder und alles. Ja. Ja, Zwillingsasche wird vielleicht weniger, vielleicht mehr. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Weil einerseits das Projekt Zwillingsasche, von dem haben wir schon von Anfang an gehört. Das wird ganz spannend, aber ist halt so die Sache, Zwillingsasche könnte, beziehungsweise ist sogar noch ein bisschen kleiner als der Glutzwilling. Und ich glaube, es gibt nicht so viel wahnsinnig versteckt. Würde ich jetzt mal schätzen, und ich glaube, wir fliegen volle Kanne in ihn rein. Nein, tun wir nicht. Gerade noch so da bremst. Ja. Aktuell. Oh, Moment. Eine Sache gibt's. Der Sandfluss, den gibt's noch gar nicht. Aber hier gibt's was, was irgendwie sehr danach ausschaut, als könnte man da schon landen und irgendwas Geiles sehen. Ich stelle mich mal nicht so ganz nah an das Teil hin, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass das unterirdisch, beziehungsweise aktuell noch unter dem Sand verborgen, ein bisschen größer ist, als wir jetzt hier sehen. Ach scheiße, es geht in die andere Richtung. Dammit! Oh shit, ich hoffe übrigens... Oh Moment. Ich hoffe übrigens... nicht, dass, genau, was passiert, das wollte ich schon immer mal wissen, also schon immer mal, ist gut gesagt, aber was passiert, wenn wir uns hier in dem Sandstrahl befinden, auf Zwillingsasche? So, let's see. Okay, wir werden leicht angehoben, aber... Oh doch, wir würden dorthin fallen. Vielleicht. Möglicherweise. Aber ja, also das ist schon mal in die falsche Richtung. Moment, aber ist das... Das ist was anderes, oder? Oh, langsam revealen sich Sachen. Das hier scheint irgendwie was Großes zu sein. Und das hier scheint nicht ausgefahren und mit Energie versorgt zu sein, wie es aussieht. Ich schätze mal, dass genau auf dem Pfad... Oh, das hier schaut auch interessant aus. Oh, hier ist sogar eine feste Surface. Das heißt, wir landen einfach mal hier. Oh, natürlich sind wir jetzt nicht auf dem Pol. Das heißt, wir haben hier einen Tag-Nacht-Rhythmus. Schauen wir mal, das sieht man wahrscheinlich hier schlecht, aber... kommt der Sandstrahl hier vorbei? Also genau auf uns, also irgendwo hier in der Nähe vorbei, kommt es klar, aber... Noch sehe ich ihn nicht. Nee, ich glaube, der kommt hier nicht vorbei. Okay, tote Bäume. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier mit dem Sauerstoff am ehesten noch ein Problem haben werden. Vor allen Dingen, weil ja... weil wir hier keine Bäume finden werden.
Okay, das ist der Glutzwilling. Wo ist die Sonne, ist jetzt meine Frage. Au. Nice. Okay, da. Ich möchte halt nur nicht möglichst in die Sonne reinfliegen, irrtümlich, wenn ich ein paar Meterchen wegfliegen möchte. Okay, also das hier schaut interessant aus. Hier auch. Also wir haben einmal dieses Zahnrad, dann diese Stielblume. Moment, ist das dieselbe oder ist das eine andere? Ich glaube, wir haben zwei verschiedene Stielblumen. Führt die rein eventuell? Ne, die führt auch. Die führt entweder raus, weil das dieselbe ist, oder die führt auch raus. Das ist jetzt auf jeden Fall eine andere. Die führt aber auch raus. Okay, jetzt ist echt die Frage. Oh Moment, wo ist die Sonne? Okay, nicht in die Richtung, wo ich hinfliege. Oh. Oh. Oh, hier landen, es war, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Hier ist nämlich das hier und dann habe ich hier noch gesehen, ist hier so ein Walkway. Aber ich schätze mal, hier wird der Eingang sein, hier drüben. Okay, es schaut schon cool aus. Hier ist auch alles voller Kakteen. Ich habe dich schon länger nicht kontaktiert, Pai. Wie geht es bei dir und Idea mit den Plänen für die Sonnenstation voran? Meine derzeitige Einschätzung der Situation lautet, dass unser Plan entweder mit einer großen Explosion fehlschlagen wird oder mit einer großen Explosion erfolgreich sein wird. Wow, Deadpan. Pai, du weißt bereits, dass ich solche Witze nicht lustig finde. Hypothese? Es könnte beide von euch zuträglich sein, etwas Zeit fernab der Station zu verbringen. Das ist eine überaus interessante Hypothese, die wir umgehend testen sollten. Ich denke, darüber sind wir uns ausnahmsweise beide einig. Wie merkwürdig, Remy findet meine Witze nämlich zum Schießen. Davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, dich gebeten zu haben, diesem Gespräch beizuwohnen, Idee. Ich verstehe nicht, was Remys Schießkünste damit zu tun haben sollen. Und ich kann mich übrigens auch nicht erinnern, der Konstruktion der Sonnenstation zugestimmt zu haben, aber ich arbeite trotzdem daran mit. Okay, also. Und Remy? Heißt er nicht Ruggiero? Ach so, nee. Okay, ich war kurz verwirrt. Okay, also hier kommen wir tendenziell nicht weiter. Oh shit. Bye bye, Schiff. Oh nein. Oh shit. Okay, also in den Sandstrahl geraten als Person ist nicht so gut. Muss jetzt aber landen. Sonst komme ich wieder in den Sandstrahl, wollte ich gerade sagen. Wenn ich jetzt nicht lande. Okay. Oh shit, das ist gebrochen. Das heißt... Oh, das Schiff ist natürlich weg. Aber das Schiff ist auf dem Glutzwilling. Das heißt, wir können es theoretisch wieder accessen. Oh. Oh, ist hier ein... Kann man sich hier irgendwo hin teleportieren von? Oh, von unten kann man hier Zugang haben. Ich würde sagen, wir schauen uns hier die Brücke an. Also auf der Seite, da müssen wir definitiv von unten rein. Moin. War der Kaktus gerade schon da?
Nach der letzten Folge bin ich jetzt so ein bisschen quantengeschädigt, sage ich jetzt mal. Oh, das ist interessant. Alter, hier gibt es, glaube ich, wieder sehr viel zu entdecken. Oh, hier ist sogar ein toter Nomai. Ah, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, da drauf zu treten, wenn da ein Toter vor der Tür liegt. Aber hier ist auch nichts drinnen, also machen wir das gleich. Aber erstmal schauen wir hier rüber. Okay, hier ist... Hier müssen wir was finden. Was wahrscheinlich da oben ist. Ja, wie gesagt, ich trete da also mal sicherheitshalber nicht drauf. Aktuell. Okay, da ist aber nichts. Und da geht's hoch. Wie weit sind wir? Ah, also Zwillingsasche gibt eh schon relativ viel Preis, bevor wirklich irgendwas Schlimmes passiert. Oh shit, das ist hier ein offener Turm. Okay. Ich hoffe mal, hier sind wir sicher vor dem Sandstrahl. Weil wir wissen ja schon, den rein zu geraten, wenn du nicht im Schiff bist, ist weniger gut. So, da und hier ist das, was wir da unten lesen sollen. Sonst gibt es hier nichts. Ich schaue mich immer mal extra um. Weil mein Ziel, ich habe schon gesehen auf Steam, es gibt eine Trophäe, alles zu finden. Beziehungsweise alle Aufzeichnungen der Normal. Und genau das ist ehrlich gesagt mein Ziel. Na dann. Ja, Sauerstoff ist problematisch, aber hey. Freunde aus der hängenden Stadt, wir planen das Projekt Zwillingsasche im Hochenergielabor im Äquator des Glutzwillings. Ich habe mich auf dem Glutzwilling verlaufen. Ich bin dankbar, dass mich Raimi gefunden hat, aber das Hochenergielabor ist das Gebäude mit den großen Solarkollektoren. Ich bin überrascht, es nicht gesehen zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass unser sonst so schlauer Knoi seinen Kopf verlieren würde, wenn es anatomisch möglich wäre. Aber dort haben sie ja das Projekt Zwillingsasche verlegt. Oder? Wo das so leuchtet. Also entweder man teleportiert sich nur von einer Stelle zur anderen, aber das sind beides Schwarzlöcher, also das wird's nicht sein. Oh, das schaut aber groß aus. Okay, das schaut irgendwie so aus, als wäre das unser nächstes Ziel. Ich will jetzt wissen, wo man sich hierhin teleportiert. Dadurch, dass da ein Toter liegt, werde ich erstmal dahin gehen. Okay, es passiert nichts. Okay, aber dann wird hier irgendwas passieren. Oh, bitte lass mich nicht sterben. Also sagen wir mal nicht sterben, sondern lass mich nicht irgendwie was Gruseliges sehen und dadurch sterben. Irgendwie, ich werde direkt in das Maul eines Anglerfisches teleportiert oder sowas. Aber nee, es passiert einfach gar nichts. Alter, what the fuck, warum tanken gerade die Framerate so? Also für euch war das wahrscheinlich nicht gut sichtbar, weil ich halt nur 30 FPS, aber wir sind gerade, also ich bin gerade von knapp 60, oh shit, oh shit. Komme ich da noch hin? Schwierig. Aus dem Weg. Oh shit. Rette mich, du da oben. Um. Oh nein, 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 komm, 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 komm. Okay, 60 Sekunden Sauerstoff verbleibend. Da unten schaut es jetzt auch nicht unbedingt so aus, als wäre da viel Sauerstoff. Vielleicht unsere beste Hoffnung ist, dass in dem großen Gebäude hier vorne... Oh shit, oh shit, oh shit, oh nein, 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 nein.
dass hier direkt ein Baum ist. Direkt am Eingang. Baum, 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 Baum. Ja! Holy shit. Okay, das war knapp. Okay, also auf dem Gebäude kann man wahrscheinlich auch noch mal irgendwas machen oder woanders hinkommen. Das macht nur zu. Okay, es macht nur zu und auf. Oder? Wie gesagt, auf die Sachen, auf die Teleporter drauf zu treten, weniger geil. Okay, und hier geht's. Oh, hier geht's einfach weiter. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Na komm! Okay. Da passiert offenbar nicht oft was, sagen wir mal. Ich will nicht sagen nicht immer, weil wenn ich sage nicht immer, dann wird es wahrscheinlich mich genau beim nächsten Mal, wo ich irgendwo drauf trete, ficken, aber hey. So, und hier oben. Oh shit! Okay. Da ist also offen. Sonst war hier aber nichts, oder? Ich meine, ich schaue nochmal sicherheitshalber kurz. Oh, Treibstoffmenge. Ja, das ist nicht so gut. Würde ich sagen. Oh, das tut weh. Achso, tut gar nicht weh, okay. Die Gravity ist ja hier so gering, dass auch höhere. Stimmt ja, wenn die Gravity. Mir fällt es erst wie Schuppen von den Augen, nachdem ich es erklären will. Das ist auch super. Aber die Gravity ist ja hier so gering, dass es. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Die Gravity ist so gering. Wir haben immer so Real Life 22 Minuten, aber die Zeit, die wir brauchen, um die. Hier die Texte zu lesen, muss davon noch abgerechnet werden. Also wenn ich mal einen Part lang keinen einzigen Text lese, müsste der Part ziemlich genau 44 Minuten lang sein. Alter, wo hat der hier gerade Sand? Wo hat der hier? Warum zieht denn der hier Sand? Hier ist nicht mal Sand. Okay, aber da ist schon relativ viel Sand. Hier in den unteren Ebenen wird es hier sicher noch geileren Shit zu sehen geben. Wir müssen mal ein bisschen Treibstoff sparen. Weil ganz ohne Treibstoff ist wahrscheinlich das Exploren hier auch nicht so nice. Aber wir laufen einfach mal. Und die Strukturen werden immer tiefer. Und ich glaube, wir kommen auch immer weiter nach unten. Ist halt, weil es hier eine Planet ist, so ein bisschen schwierig zu erkennen, dass wir weiter runterkommen. Aber hey. Okay, Moment kurz. Schauen wir, ob es hier was. Okay, passiert auch nichts, Gott sei Dank. Und hier geht es sogar noch weiter, aber ich will jetzt mal hier exploren. Da oben gibt es wahrscheinlich nichts, oder? Ich meine, ich kann das letzte bisschen. Wir sind in der Schwarzlochschmiede. Was? Was? Okay, ich bin doch vorher schon. Das leuchtet jetzt auch so. Aber das macht. Hey, jetzt geht's nicht.
die müssen dafür ja in einer Bahn stehen, stimmt ja. Moment, lassen wir das. Ich meine, wir werden dafür nichts mehr erkunden heute, wahrscheinlich. Oh Mann, shit. Oh nein, shit. Komm hier. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht sterben. Beziehungsweise hochgesogen. Das ist aktuell sogar ein bisschen schlimmer als sterben. Aber hier wird nichts gesogen, genau. Theoretisch, sobald wir freie Sicht vom bröckligen Krater zum Zwilling haben. Ist es nicht einfach freie Sicht? Wir sind zum bröckligen Krater geworben. Oh, die müssen wirklich auf ihren nächsten Punkten sein. Also jetzt geht's noch. Wir bleiben mal kurz hier. Und theoretisch, sobald wir uns wieder ein bisschen mehr entfernt haben, sollte es nicht mehr gehen. Das heißt, wir können bei den anderen Dingern, die Porten, auch versuchen, rauszufinden, welche Planeten das... Also, geht's jetzt noch, oder? Ne, jetzt geht's schon nimmer mehr. Also, die müssen wirklich fast genau in einer Reihe stehen. Also, auf ihren nächsten Punkten. Also, die müssen so nahe sein, wie geht, von ihren Umlaufbahnen. Interesting, interesting. Oh, hier, oh, und Warp, genau, das sind ja hier die Warp-Türme. Das sind die Warp-Türme. Und hier drinnen sieht man schwarzes Loch und die Felsen rundherum. Ah, das steht bei den anderen sicher auch irgendwie oder wird irgendwie entsprechend... Moment. Ich weiß, langsam geht's dem Ende zu, aber das möchte ich auf jeden Fall noch schauen. Hier ist unsere erste Lieferung, Yarrow. Ein Warpkern ganz frisch aus der Schwarzlochschmiede. Root installiert einen Zwilling des Kerns auf dem bröckligen Krater, noch während ich das schreibe. Ich wünschte, ich könnte hier auf deine Rückkehr warten, aber die Schmiede und meine unvollendete Arbeit dort verlangen nach mir. Ich kehre bald mit weiteren Materialien zurück. Man ist hier eigentlich ausgestellt, dass wir... Übersetzungsmodul, Schiffslog, sollte passen, weil es immer noch sich bewegt. Hab Dank, Clay, und damit das Projekt Zwillingsasche aktiv. Ich muss gestehen, ich bin unglaublich neugierig darauf, was du und Poke auf der Weißlochstation gefunden habt, was zum Aufbau dieses Projekts führte. Darf ich euch bei Gelegenheit einen Besuch abstatten, um mehr zu erfahren? Ich empfehle dir durchaus, dies zu tun. Die Weißlochstation ist das Modell, dem alle Türme für das Projekt Zwillingsasche nachempfunden sind. Ein Besuch auf der Station wäre also absolut die Mühe wert. Ich sollte mich präzisieren. Ich würde gerne die Weißlochstation mit dir besuchen, Clary. Was? Warum stoppt die Zeit? Warum stoppten die Zeit nicht mehr hier? Zeit beim Lesen anhalten. Übersetzungsmodul. Jetzt macht's das wieder. Was war denn das gerade für ein Bug? Ich will das nämlich noch fertig lesen. Ich sollte mich präzisieren. Ich würde gerne die Weißlochstation mit dir besuchen, Clary. Es wäre mir eine Freude, dir unsere Erkenntnis zu erklären. Yarrow, hör auf, meiner Schwester über die Rollwand schöne Augen zu machen. Im Hinblick auf romantische Avancen macht die Einfältigkeit meiner Schwester selbst der Dichte von Neutronensternen Konkurrenz. Alte Astronomenwitze.
und besuch sie endlich auf der Weißlochstation. Tja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, oder? Ganz genau. Das war offensichtlich ein Bug, dass es nicht gestoppt hat. So, komm, ich würde das so gerne überspringen hier, weil ich will jetzt ehrlich gesagt genau an der Stelle weitermachen. Ich weiß, man muss kurz warten, bis das wieder freigeschalten ist, aber ich will jetzt wissen, was die anderen Warp-Türme machen. Ich meine, das eine, wo Bäume drinnen sind, und der einzige Planet, auf dem wir Bäume eigentlich wirklich, wirklich viel gefunden haben, ist ja Holzkamin. Das heißt, das mit den Dingen könnte Holzkamin sein. Nur ich weiß halt nicht, wo auf Holzkamin. Wisst ihr, was wir auch nochmal machen könnten? Einfach solange wir hier noch warten darauf, dass das anfängt. Wo wir hin können mal wieder, ist hier. Oh, Moment, was ist eigentlich hier? Genau, zum einen wäre es ja cool, hier mal runter zu schauen. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass da unten einfach nur Wasser ist. Ich meine, zur Not können wir uns ertränken? Nee, aber zur Not kann ich einfach neu laden. Ich bilde mir ein, das war das nicht der eine Gang, wo wir sogar schon waren? Ich bilde mir ein, dass wir hier schon waren. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier schon waren. Ich dachte mir nur gerade, dass das... Ich wollte ehrlich gesagt eher die schwerelose Höhle besichtigen, aber hey. Okay, also hier kleine Distractions. Eigentlich wollte ich das hier gar nicht. Ich will ehrlich gesagt einfach... Hä? Sind wir jetzt wieder am Anfang? Shit, jetzt sind wir hier. Okay, also merke, Holzkamin ist wirklich komplett von diesen unterirdischen Wasserläufen, die alle miteinander connecten, durchzogen. Was eine sehr geile Erkenntnis ist, aber... ja. Mich jetzt in dem Fall nicht mit Zwillingsasche weitergebracht hat. Okay, dann machen wir jetzt nochmal das, was ich eigentlich wollte, und zwar auf dem Weg zum Warten, beziehungsweise in der Zeit, bis in der wir warten, bis Zwillingsasche so ein bisschen vom Sand befreit ist. Werden wir in die schwerelose Höhle gehen? Ich glaube, ich anders heißt, aber ihr versteht schon, was ich meine. Oh shit, habe ich mich jetzt hier festgedingst? Nee. Heißt du nicht so irgendwie Gravity Cave oder was in die Richtung? Zero G Cave, genau.
Weil ich wollte ehrlich gesagt schauen, ob... Weil wir haben ja da was repariert und haben Stuff gemacht und so. Aber da haben wir halt noch nicht so viel von dem Spiel gewusst. Entsprechend... Oh, aber gibt's eigentlich bei dir inzwischen was Neues? Ach so, nein, Matsch- und Klatsch-Geschichten. Nein, 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 ja, bla bla. So. Nee, ich glaube, hier gibt's außer dem Teil selbst nichts. Und ich glaube, das Teil selbst ist auch nicht großartig interessant. Schade. Ich dachte, jetzt, wo wir so viel mehr von dem Spiel wissen, oder ich zumindest glaube zu wissen, gibt's noch irgendwie was Interessantes, was man hier entdecken kann. Aber offensichtlich... Offensichtlich nicht. Aber es ist cool, um mal das zu gesehen zu haben, dass wir, dass man hier alles verbunden ist miteinander. Auch wenn, ja, ich diese Erkenntnis schon hatte. Und ich auf sehr dumme Weise bei einer Erkenntnis, die ich schon hatte, nochmal wieder zu reaffirmen, da gestorben bin. Aber die Musik hier auf Holzkamin war aber schön. Ich erinnere mich. Die Stille des Weltalls ist... so ein bisschen ein krasser Konterpunkt dazu. Moment, wenn die dort sind, müsste eigentlich... Ah ja, genau hier. Sandur-Zwilling. Ja, Glut-Zwilling nicht ganz, aber... Okay, die kommen über da... So ist dann korrekt geaimt. So, den will ich nicht, den will ich. Ja, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder... Ich will wissen, was das für Warp-Türme sind, wo die hinwarpen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Ho, 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 oh, wir werden sterben, oh, wir werden sterben, ich werde sterben. Sowas von sterben. Es ist nur das Cockpit beschädigt. Es ist ernsthaft nur das Cockpit beschädigt. Leck mich am Arsch, hatten wir gerade Glück. So, und wir wissen, die Warp-Türme sind genau hier auf dieser Sandbasis. Das heißt, theoretisch... Also hier, wo der... Ach, ja, theoretisch sollten wir, wenn wir dem jetzt hier einfach folgen, das finden. Oder beziehungsweise wir können ja auch vorwegfliegen. Ach, der Eindringling. Ah ja, genau, das hier ist der eine. Der ist so eckig. Ach so, doch, da wird wahrscheinlich... Das ist halt nur von unten begehbar, ist halt... Das Blöde. Diesmal stellen wir das mal nicht genau da in den Sandstrahl, sondern so leicht daneben. Oh. So leicht daneben, dass es nicht wegfliegt, aber hoffentlich auch nicht da in die tiefsten Tiefen unterhalb fällt. So, und hier ist schon der Eingang. Alter, wenn ich mal so kurz stehen bleibe, sieht man richtig, wie doch schnell das geht. Also ich meine, klar, innerhalb von weniger als 22 Minuten muss der ganze Sandtransfer sein. Oh. Oh,
Ich weiß nicht. Doch so wird das gedacht gewesen sein. Alter, jetzt bin ich gerade stolz auf mich wie sonst was. Haha, wir kommen hier auch wieder vernünftig raus auf dem korrekten Wege. Ja, nice. Es ist nur die Frage, wo das hinwarpt. Hier gibt es halt nicht wirklich einen Hinweis darauf, wo das hinwarpen wird. Wir können ja mal probieren. Also jetzt wäre, glaube ich, der bröcklige Krater. Nee. Also das führt nicht zum bröckligen Krater. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es zur Sonnenstation theoretisch, weil man die so relativ gut hier gesehen konnte gerade, dieses Symbol, aus dem der Turm ist. Aber ja, mit der Sonnenstation könnte sich wirklich ausgehen. Es ist zur Sonnenstation. Jo, man kommt hier tatsächlich zur Sonnenstation über diesen Weg. Das heißt, ich hätte mir das Ganze auch sparen können. Hä? Wir sind in dem Teil der Sonnenstation, der sonst nicht zugänglich war. Leck mich am Arsch. Vor 281.042 Jahren. Seit 10 Minuten keine Benutzereingabe erhalten. Alle Systeme werden in den Ruhemodus versetzt. Das heißt, so lange sind die Nomai verschollen. Beziehungsweise seitdem sie alle wahrscheinlich wegen dem Eindringling an Geistermaterie gestorben sind. Die Geistermaterie ist dann mit der Zeit wahrscheinlich großteils aus dem Sonnensystem verschwunden, aber nicht ganz. Vor 7 Minuten und 40 Sekunden erhöhte Sonnenaktivität festgestellt. Hüllenstabilität der Sonnenstation erreicht kritisches Niveau. Notfalltüren werden verriegelt. Das heißt, durch die erhöhte Sonnenaktivität... Moment, ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, ob das mit dem... Ob das eine... Ob das tatsächlich nicht irgendwas zu tun gehabt. Also ob das natürlich war, dass wir... Dass die Sonne explodiert oder nicht. Warnung. Öffnet die Notfalltür. Bitte lass mich nicht instant verrecken. Oh nein. Und hier kann man zur anderen Seite. Vor 8 Minuten und 5 Sekunden. Vor 8 Minuten und 7 Sekunden. Okay. Also interessante neue Erkenntnisse. Okay, wir müssen kurz warten, bis wir... Alter, das Schiff ist schon wieder auf... Alter, das Schiff hat schon wieder den Planeten gewechselt, ohne das. Alter, ich hab's falsch geparkt, oder was? Aber sehr, sehr interessant. Ja, okay. Ja, es ist halt viel auf einmal einzutaken. Oh shit, Moment, komm, wir kommen hier gar nicht wieder raus. Ah doch. Ich dachte gar, hier gibt es gar keinen Ausgang, außer zur Sonnenstation zu warpen. Stimmt aber gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, das war Warpturm Nummer 1. Zur Sonnenstation. Theoretisch müsste Warpturm Nummer 2... Weil das ja auch zwei so sind, die miteinander verbunden sind, müssten die einer zum Glut und einer... Leck mich.
Einer zum Glutzwilling und ein auch. Okay, wir sollten vielleicht zuerst hier zu den Bäumen gehen, weil. Das ist jetzt belastend. Okay, was killt mich? Der Sauerstoff oder die Fontäne, die mich zu lang hochhebt, dass ich da nicht rein kann? Komm, mach. Dann ist das definitiv Holzkamin. Das heißt, es ist so nacheinander. Komm. Alter, komm. Ich habe gleich keinen Sauerstoff mehr. Holy shit. Und theoretisch. Am Arsch. Ich habe ausgetrickst. Weil hier kann mich der Sand, die Sandfontäne nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt nur ganz kurz warten. Oder ne, wisst ihr was? Ich glaube. Das da oben haben wir schon gelesen. Was wir da oben gefunden haben. Die Sache ist. Oh Moment, hier ist sogar auch noch tatsächlich eine Treppe mehr oder weniger hoch. Die Sache ist jetzt nur, ich weiß nicht, ob wir hiermit noch irgendwo anders hinporten können. Oder alternativ ist das hier nur der Punkt, wo man immer rauskommt, wenn man von irgendwo anders zu Zwillingsasche oder eher zu Zwillingsasche warpt. Das haben wir schon gelesen, oder? Ja, doch, das haben wir schon gelesen. Und jetzt funktioniert es auch, dass es die Zeit anhält. Weil theoretisch. Ah ja, nee, auf dem Eindringer gibt es natürlich nichts. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die immer das Schwarze, also die Schwarzlochbestandteile, auf Zwillingsasche gehabt haben. Und die Weißloch sind die anderen. Sind an den anderen Orten. Das heißt, wenn das Holzkamin ist. Oh, da müssen wir aber ein bisschen warten. Aber dann können wir uns gleich das Holzkamin warpen. Ich meine, ich kann es nochmal probieren, aber hier mit den Pflanzen und allem bin ich mir zu 99% sicher, dass das Holzkamin ist. Zu 99%. Nein, eigentlich bin ich mir zu 100% sicher. Das dauert mir ein bisschen lange. Holzkamin hat. Also na klar, je weiter außen du bist, desto langsamer bist du. Und je weiter innen, weil sonst, wenn du außen schneller wärst, müsstest du ja rausfliegen. Und wär also aus dem Sonnensystem. Und wenn du innen nicht so schnell bist, würdest du in die Sonne reinfallen. Oh. Das ist übrigens fast Planeten. Also es sind nur 3 und nicht alle 5. Wetten wir, es gibt irgendwann mal in dem ganzen Cycle, weil die Planetenposition ist relativ sicher vorgegeben. Oder durch die Geschwindigkeiten vorgegeben. Und Startposition. Aber wetten wir, es gibt einen Moment, wo alle in einer Reihe sind und wenn man genau in dem Moment irgendwie mit dem Signaloskop oder mit dem Scoutwerfer oder was irgendwas macht, was Geiles oder da gerade alle auf einmal sieht, also alle auf einmal im Bild hat, dann passiert irgendwas Sau-Nices. So, ich will raus. Ich weiß übrigens gerade auch schon, wo wir hinwarpen werden. Wir stehen aktuell nicht drauf. Aber theoretisch sollten wir Holzkamin gleich hier sehen.
Ganz genau. Aufgeladen. Rückwurf mal aktivieren. Sau nice. Sau nice. Und ich würde sagen, es gibt eigentlich nichts mehr hier zu tun. Also, beziehungsweise es gibt noch sehr viel zu tun. Aber nichts mehr, was wir jetzt gerade machen können. Ich versuche nochmal, mich zu töten. Also, versuchen ist gut. Ich töte mich nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann zu den anderen Warptürmen geht. Ich bin sehr gespannt auf den Warpturm von Schwarzdorn. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, den zu benutzen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Outer Wilds. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.